geht ab, Freunde? Willkommen auf dem Zweitkanal. Heute werden wir Packs öffnen. Wir werden erst normale FIFA-Packs öffnen. Wir gehen in den Shop und ich calle, wenn wir in den Promo-Packs nicht einen krassen Walkout ziehen, dann gehen wir in FIFA-Mobile-Packs, okay? Ich hab's nämlich satt. Wir haben ein Prime-Gaming-Pack. Das sieht gut aus. Wenn ich jetzt keinen krassen Walkout ziehe, ich gehe in die Promo-Pack. Ich gehe in FIFA-Mobile. Ich hab's satt. Ich hab noch nichts Geisteskrankes gezogen. Ich will eine Icon. Ich will einen krassen Hero. Ich will irgendwas Gutes, Player Pick. Ach, Müll, Dünnpfiff, Mann. Ah, Walkout. Ah, oh, Spanien, das kann nicht wahr sein. Barcelona-Torhüterin? Das war doch ein Walkout. Wer ist Sandra Panios? Nie in meinem Leben gesehen. Walkout wieder, komm schon mit. Schottland! Wer ist das? Icon. Das war kein Walkout, oder? Oder ist es Frau? Oh, Walkout, komm schon, bitte, Mbappé. Irgendwer krasses, komm schon, Haaland. Wer ist das? Wer ist das? Double Walkout? Katoto. Oh mein. Achso, Renan. Ey, Mann, Digga. Zwei Frauen. Zweites Pack. Oh ja. Oh shit. Doppelrockout, bitte. ZM? England? Henderson. Ist kein Doppelrockout. Okay. Es ist nicht mal ein Walkout, glaube ich. Doch. 85er sind jetzt Walkouts. Okay. Ist keine gute Karte wegen Saudi League. Deswegen auch kein Banger. Auch wenn es cool ist, immer so eine Karte zu ziehen. Wirklich. Erstes Mal. So, drei Packs, komm, bitte. Ja, Walkout. Frankreich. ZDM Kanté. Oh, ist es ein Doppel-Walkout vielleicht? N'Golo Kanté. Mein Mann. Mein Süßi. Okay, jetzt wird aufgeladen. Ich will gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich drin habe, ne? Ich will es auch gar nicht zusammenzählen, um ehrlich zu sein. Wir sind jetzt bestimmt mindestens bei 6k. Minimum. Komm, El Presidente, zieh was Krasses! Das war, glaube ich, ein Walkout. Das war kein Walkout. Oh mein Gott. USA, lass mir diese America-Flagge weg, bitte. Einfach nur respectless. I swear to God, this is respectless. When I come in the world, I see the wetless. Wetless? Cinnamon a letless. And a waste in a moss and a medless. Das war das letzte Pack. Es ist respektlos. Dadurch, dass wir jetzt keinen krassen Spieler gezogen haben, macht euch gefasst, wenn ihr das Video seht, genau heute im Stream, gibt es ein FIFA Mobile Pack Opening. Weg aus FIFA, EAFC und in FIFA Mobile. Ich bin aber auf dem Main-Account für was anderes und zwar für... So, genau so können wir das abgeben. Megapack, bam. Abgegebenen Megapack nehmen wir mit, Digga. Voll lecker. So, aber das Wichtige, was ich heute machen will, ist das Hero-Pack. Das werden wir heute öffnen. Wir fangen aber an mit einem Megapack. Hier ist mindestens ein 82-Plus-Spieler drin. Let's go, Chat. Wir gehen rein. Megapack. Gönnt ihr eins in Chat, wenn ihr gönnt, zwei in Chat, wenn ihr nicht gönnt. Aber seid ehrlich. Kein Walkout? Shit, bitte kein 82er. Das ist ja Katas. Wer ist das denn? Türke von Benfica? Oh mein Gott, Kekchü. Katastrophe, Megapack. Wenigstens Shadow oder so? Gar nicht. Maximal 87er Upgrade. Wer ist der Beste, den wir... Ach, man muss nur ein 86er Team abgeben. Ich dachte, man muss so ein richtig kompliziertes Team abgeben. Wer ist denn der Beste, den wir ziehen können, Chat? Ah, wir geben Bonu statt Emiliano ab. Let's go. Genau so geben wir das Team ab und haben ein Basis-Hero-Pack. Vatos Locos Koulibaly muss dafür abgegeben werden, ist okay. Marquisio kann man auch ziehen. Okay, 87er Hero Pack. Hier sind sehr, sehr viele Spieler, die was wert sind, die man ziehen kann. Man kann das Pack nur einmal machen. Es sind wahrscheinlich aber auch Müllspieler dabei, die man ziehen kann. Maximal Rating 87. Und jetzt müssten die besten Spieler, genau, die besten Spieler, die man gerade ziehen kann, die maximal 87er Rating haben, sind als Nummer 1 Yaya Touré. Dann kommt Ramirez, Santos, Tenascin, was, okay, Marquisio, Al-Owairan und dann Kurt Cordoba, Govu, Keane und alle, guck mal, da ist echt sehr, sehr viel dabei, was Katastrophe ist. Also, ich glaube, so richtig spielbar wird ehrlich erst ab Cole. Nicht mal eigentlich, erst ab Keane, würde ich sagen. Erst ab Keane ist so spielbar und das sind echt wenige Spieler und die sind sehr schwer zu ziehen. Deswegen, ich habe jetzt nicht die größte aller Hoffnungen. Aber ein kleines bisschen Hoffnung habe ich. Doch. Und deswegen gehen wir jetzt in das Pack. Wir machen Roulette-Chat. Wir machen unser erstes Roulette-Pack. Ich mache den Bildschirm aus. Ich öffne das Pack in 3, 2, 1, bumm. Es wird geöffnet. Ich überspringe das Pack. Und ich drücke R2. Und der Spieler
ist im Verein und das heißt automatisch auch, es kann nicht mehr Yaya Touré gewesen sein, weil den habe ich im Team. Mit der schlechtesten Nation an und das wäre Saudi-Arabien, aber Saudi-Arabien ist auch gleichzeitig die viertbeste Nation. Das heißt, wenn hier jetzt was kommt, kann der schlechteste Spieler kommen oder einer der besten. Das ist lustig, okay. Fangen wir an, Chat. Saudi-Arabien, entweder Al-Owairan oder Al-Jaber. Auf Ernst, wenn Al-Jaber kommt, ist sogar lustig. Ich werde nicht mal sauer. Weil das ist eine Kanallegende. Al-Jaber ist eine Kanallegende, okay. Wir suchen in 3, 2, 1, boom. Digga, ich dachte Al-Owairan. Leihspieler, nein. Okay, es ist aber auch nicht Al-Jaber. Gehen wir weiter zum zweitschlechtesten Spieler und zwar Polen mit Dudek, der Premier League Torwart. Gibt es auch in anderen Polen? Ich muss kurz überprüfen. Ne, das ist der einzige Pole. Das heißt, hier kann nur Dudek kommen. 3, 2, 1, boom. Es ist nicht Dudek. Und wir gehen von der Leiter noch mal ein Stück höher auf Bulgarien ist das, glaube ich. Oder? Es ist Ungarn. Oder Ungarn. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Es ist Ungarn, okay. Es ist Ungarn. Mit Berbatov. Dimitar Berbatov. Der kostet 66k. Ich kenne die Karte nicht mal wirklich. Wir gucken einfach. 3, 2, 1, boom. Es ist nicht Berbatov. Und wir gehen wieder ein Stück hoch. Und sind jetzt bei Ljungberg. Mit 66k angekommen. Okay, Schweden. Gibt es noch einen anderen Schweden? Einmal kurz abchecken. Ja. Brolin. Brolin wäre sogar krass. Das heißt also so vom Wert her, der kostet 230k. Brolin wäre sogar sehr stark, auch wenn ich den, glaube ich, selber nicht zocken würde, Main Team. Okay, 3, 2, 1, go. Brolin! LOL! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, der 12. Beste! Ja, der ist hier! 230k! Guck mal, wie weit oben der ist, Chat. Von allen. Der ist hier. Das ist ein W. Das ist ehrlich ein W. Der hat auch gute Stats. 3 Sterne schwacher Fuß. Ist halt tot. Ist der tot leider. Aber der hat gute Stats. Ohne Spaß. 4 Sterne, 3 Sterne macht halt ein bisschen kaputt. 4 Sterne, 4 Sterne wäre super gewesen. Vor allem Weakfoot als Stürmer ist super wichtig. Aber vielleicht kann man den trotzdem einwechseln als Flügel oder so. Ernst. Der wird auch nicht ohne Grund 230k kosten, Chat. Wir müssen uns aber noch qualifizieren für... Nicht qualifizieren, aber die Belohnung abholen in Division Rivals und auf diesem Account aufsteigen in Division 5, weil die Punkte müssen wir unbedingt mitnehmen. Hier wäre es okay für mich erstmal aufzusteigen, wobei, Digga, wir haben so ein gutes Team. Ich muss aufsteigen, Chat. Ich werde jetzt so gut spielen, ne? Achtet. Ah, schade, ich dachte... Aha! Sein Fehler und nehmen wir mit. Zack, da ist das 1-0, Chat. Er geht raus. Ne, er Wichser. Der Wichser ist rausgegangen, weil er wusste ganz genau, er verliert. Ich habe die ganze Zeit keine Tore gemacht mit Pech. Ich hasse sowas. Dicker. Eigentlich, Chat, seid ehrlich. Wieso macht die EA nicht, dass das ein Sieg für mich ist? Ich verstehe es nicht. Wenn der Gegner absichtlich rausgeht bei einem Unentschieden, ist das doch eigentlich ein Sieg für den anderen? Ich verstehe das nicht. Och Mann, ey, ich schwöre, ich habe echt Pech, ne? Ich habe die ganze Zeit Chancen, die nicht reingehen, die reingehen könnten. Der muss auch reingehen, Chat. Komm schon, Bro, geh raus. Digga, dass das ernsthaft funktioniert hat, ist unglaublich. Ja, und er macht so ein Tor. Sehr, sehr cool. Merkst du was, Bro? Merkst du was? Da ist ein Unterschied zwischen uns beiden.
Digga, er macht sogar ehrlich noch ein Tor. Er ist so richtig auf dem Hype, er denkt, er gewinnt. Das ist so schlecht, ne? Let's go. Da haben wir die drei Siege und auch die Rewards gesichert, die wir morgen bekommen. Sind leider keine crazy Rewards. Ich sage euch ehrlich, ich kann easy nochmal in Division 4 gehen. Also ganz easy. Deswegen werde ich die, das Video hier an dieser Stelle beenden. Wir haben den Hero gezogen, zwar auf dem Main-Account. Morgen gehen wir aber auf die RTG, denn da spielt der Ender für uns die Division Rivals. A.k.a. Enes. Wir sehen uns morgen bzw. heute im Stream.